Die Verlegerin Friede Springer wurde in Frankfurt mit dem Toleranzring der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste ausgezeichnet. Neben der Mehrheitseigentümerin der Axel Springer AG wurde auch Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, als Ehrensenator in der Akademie aufgenommen, wie die Stadt Frankfurt bereits am Mittwoch mitteilte. Bundestagspräsident Lammert würdigte Friede Springer als eine mutige Vorkämpferin in Sachen Menschenwürde und Humanismus, die sich gemeinsam mit der nach ihr benannten gemeinnützigen Förderstiftung politisch und konfessionell unabhängig den demokratischen Gemeinwesen verpflichtet sieht. Der Toleranzpreis wird jährlich seit 1997 verliehen, zunächst nur an einen Preisträger, seit 2012 in Form von Ringen an drei zu würdigende. Ausgezeichnet werden Menschen oder Institutionen, die sich nach Ansicht der Akademie aktiv für Toleranz, für den grenzüberschreitenden Dialog und gegen Rassismus engagieren. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten unter anderem der Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek, Wiens Erzbischof Franz Kardinal König und der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Yeah, no?